Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von forexum.de. Das ist die Videoanalyse des Tages heute zum Thema Euro gegen den Australisch-Dollar, aber wie immer am Anfang erst einmal die Risikowarnung. Der Euro gegen den Australisch-Dollar hier im Weekly Chart. Wir sehen aktuell eine sehr, sehr schöne Korrektur oder den Beginn einer sehr, sehr schönen Korrektur innerhalb dieses großen aufwärts gerichteten Trendkanals. Ja, um den geht es ja im Prinzip. Der hat uns schon einige sehr, sehr schöne Gewinne beschert, als wir hier die erste Long-Position in den Markt gelegt haben. Ziel war dann hier die 1,63, 1,64 mit der ersten Position allein schon um die 2500 Pip umgesetzt. Fünf Positionen waren es insgesamt. Vier oder fünf, ich weiß nicht mehr ganz genau. So, aktuell sehen wir, wie gesagt, hier diesen potenziellen Korrekturanfang im Zusammenhang mit dieser sehr, sehr schönen Evening Star Kerze im Weekly Chart. Im Weekly Chart natürlich sehr hohe Bedeutung. Leider weiß man bei solchen Formationen nie, wie weit das geht. Das ist auch oder spielt diesmal keine Rolle, denn ich möchte nicht diese Korrektur traden, sondern ich möchte Long traden, sobald der Kurs sich stabilisiert. Das schauen wir uns aber gleich mal im Daily Chart etwas näher an. Zunächst einmal etwas zu den Zielen. Ich spekuliere darauf, dass als erstes natürlich hier dieser 1,63 erreicht wird und gegebenenfalls auch dann dieser Durchbruch geschieht, also über die Hochs von 2015 bis in den Bereich des 61,8 Retracements dieser gesamten Abwärtsbewegung seit 2008. Das wäre so mein Kursziel. Ich kann schon mal sagen, so rund um die 1,52 ist, glaube ich, unser Einstieg. Wie gesagt, wir schauen uns das gleich mal im Daily Chart näher an und dann sollten wir hier um die 1000, 1100 bis ja, maximal vielleicht 2200 Pip hier herausholen können, wenn es denn so kommt. Die Alternative wäre natürlich, dass der Kurs hier an diesen Jahreshochs von 2015 scheitert, respektive an dem 50er Retracement und erst einmal in die Korrektur übergeht. Das wäre mir persönlich eigentlich das Liebste. Und zwar, wenn wir in diesem Zusammenhang dann in eine sehr, sehr steile Korrektur übergehen, ungefähr bis in dieses Key-Level hier, also bis circa, was haben wir hier, 1,44, 40 ungefähr, 1,45, dieser Gesamtbereich, also die Kombination aus dieser abwärts gerichteten Trendlinie und der Unterseite dieses aufwärts gerichteten Trendkanals. Klassisches Key-Level und an dem Punkt, gesetzt im Fall, der Kurs kann sich hier stabilisieren, würde ich mich gerne an diesem Punkt wieder bullisch engagieren und das Ganze dann sehr, sehr langfristig hochtraden. Das heißt, wir haben hier wieder einige tausend Pip auf dem Schirm, die wir hier umsetzen wollen, an dieser Stelle beispielsweise um die 3000. Und ja, dann sollte das Ganze natürlich wieder durch zahlreiche weitere Positionen erweitert werden. Ich kann es auch gerne mal im Monatschart zeigen. Und da sehen wir das Ganze nochmal, diese gesamte Abwärtsbewegung seit 2008, diesen großen aufwärts gerichteten Trendkanal, die massive aufwärts gerichtete Trendlinie, die uns damals hier den Take Profit geboten hat, beziehungsweise ja, uns gezeigt hat, wo denn hier der Take Profit stattfinden sollte, in Kombination mit diesem 50er Retracement. Und was ich hier möchte, ist schlicht und ergreifend der Durchbruch über diese Trendlinie, über das Retracement, über den horizontalen Widerstand und letztendlich hier als erster Schub bis circa 1,74. Bis dorthin sollte es gehen. Wie gesagt, 2900, 3000 Pip vielleicht an der Spitze, die wir hier allein mit der ersten Position erreichen könnten. Wird sicherlich wieder einige Monate dauern für das sehr, sehr langfristige Setup, spielt aber keine Rolle. Zwischendurch können wir natürlich auch immer mal wieder ein bisschen was Kurzfristiges mitnehmen, vielleicht auch in die Gegenrichtung, denn die fällt erfahrungsgemäß auch immer recht ausgedehnt aus. Wenn der Kurs dann diesen Bereich hier überwunden hat, möchte ich mich dann irgendwann hier, wahrscheinlich wird es erst 2018, wenn wir uns hier die Geometrie anschauen, wieder bullish positionieren und das Ganze dann weiter hier in die Höhe traden. Aber das ist ja noch absolute Zukunftsmusik. Für den Moment muss es ausreichen, dass wir oder dass ich hier für die sehr, sehr langfristige Positionierung auf eine weitere Korrektur warte. Und für den Moment oder für das kurz- bis mittelfristige Spektrum, ja, interessiere ich mich aktuell für eine Korrektur, welche ungefähr bis zu dieser potenziellen bullischen Flagge zurückreichen sollte. Ja, das schauen wir uns im H4 mal im Detail an. Da sehen wir hier diese bullische Flagge, sehr dynamischer Ausbruch. Hier, wann war das? Anfang diesen Monats gleich mal hier um die 9000 Pip in die Höhe, nicht 9000, sondern das war heftig, 900 Pip hier in die Höhe gestiegen, also wirklich ein rasanter Ausbruch. Habe ich nicht gehandelt, war mir ehrlich gesagt, ja, hat mir nicht so richtig gefallen, hat mir nicht zugesagt und deshalb warte ich jetzt darauf, bis der Kurs letzten Endes sich irgendwo hier in diesem Bereich stabilisieren kann. Und dann möchte ich das Ganze hier hochtraden. Wie gesagt, erstes Ziel ungefähr die 1,62, 1,63 und damit roundabout so um die 1100 bis 1300 Pip, die wir hier mit diesem Setup erzielen sollten.
Gesetzt den Fall, dass es hier wirklich dazu kommt, dass der Kurs an diesem Bereich scheitert, haben wir uns gerade im Weekly Chart angeschaut, dann rechne ich damit, dass der Kurs diesen Trendkanal letztendlich, den wir hier auch im H4 Chart eine ganze Weile verfolgt haben, testet. Ja, auch dieser wurde ja verlassen, das war noch im Anfang Dezember letzten Jahres, wurde dieser Trendkanal verlassen und auch nie getestet. Ja, und das könnte sich dann sicherlich oder wird sich dann sicherlich mit diesem Key Level hier in irgendeiner Art und Weise überschneiden. Aber ja, auch das noch Zukunftsmusik, müssen wir erst einmal schauen, was er auch an dieser vermeintlichen bullischen Flagge macht. Vielleicht scheitert er hier bereits dran, ja. Vielleicht sehen wir hier schon einen massiven Kurseinbruch in diese vermeintliche bullische Flagge und dann natürlich den entsprechenden Ausbruch. Und das Ganze würde ich dann gerne short traden. Aber gut, das müssen wir erst einmal abwarten. Für den Moment, wie gesagt, möchte ich hier die Stabilisierung sehen und das Ganze dann hochtraden. So, und jetzt brauchen wir natürlich wieder irgendeinen Referenzwert. Man sieht schon hier, ich versuche verzweifelt dieses Dreieck hier zu markieren. Ich bekomme es, weiß Gott, nicht hin. So, jetzt, ich brauche erfahrungsgemäß ja immer so eine Art Referenzwert, wo wir schauen können, okay, macht das überhaupt Sinn, was ich hier vorhabe? Erst warte ich hier auf die Korrektur, dann soll er wieder massiv long gehen. Ergibt das Sinn? Ja, ergibt es, wenn wir in den Aussie hineinschauen, in den australischen Dollar gegen den US-Dollar. Jetzt habe ich hier ein bisschen weit rausgezoomt. So. Hier haben wir auch noch den Retest dieses vermeintlichen Trendkanals bzw. dieser bärischen Flagge vor uns. Das sind jetzt hier noch um die 200 Pips, sicherlich auch noch höher, denn er wird nicht jetzt hier kerzengerade hochmarschieren. Also wir haben hier ungefähr mit 200 bis sogar ja, maximal vielleicht 300 Pip zu rechnen. Und diese Erholung könnte auf Basis der negativen Korrelation zum Euro-AUD zu dieser Korrektur, zu dieser vermeintlichen bullischen Flagge führen. Und dann ja, erwarten wir eine weitere Korrekturbewegung im australischen Dollar, US-Dollar. Zunächst einmal bis zur 0,6660 und dann weiter circa bis zur 0,6370, 0,64, irgend sowas in der Richtung. Und ja, das würde dann im Umkehrschluss bedeuten, dass der Euro gegen den australischen Dollar hier kräftig zulegen sollte. Also man sieht schon diese ganzen Korrelationen, was ja auch Bestandteil meines Coaching-Programms ist, ist ein sehr, sehr heißes Thema, ein sehr, sehr wichtiges Thema und deshalb kommt es auch immer wieder in meinen Analysen vor. Ja, abschließend bleibt nur noch zu sagen, dass ich natürlich heute wieder alle herzlich einlade zum Dienstags-Live-Webinar, wie immer kostenfrei. Ihr kommt durch ein kleines Infofeld und da könnt ihr euch informieren. Mehr Informationen und natürlich der Anmeldelink oder beziehungsweise die Anmeldung befindet sich dort in diesem Link. Ich wünsche wie immer viel Erfolg bei diesem Setup und bei allem, was ihr oder sie sonst noch so traden und tradet und verabschiede mich erst einmal bis zum Webinar heute Abend und ansonsten bis morgen früh zum Forex Morning Statement. Tschüss und bis bald.